Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Videotutorial, in dem ich euch zeigen möchte, wie ihr Bitcoin auf Bitter kaufen könnt, wenn ihr eine Bitbox 02 als Hardware-Wallet habt. Das Coole an Bitter ist, dass ihr nicht dort erst Geld überweisen müsst und dann müsst ihr mit diesem Geld dann auf der Börse irgendwie Bitcoin kaufen und dann kriegt ihr die Bitcoin, könnt ihr euch die Bitcoin auszahlen, sondern es ist tatsächlich so, ihr kriegt ein Bankkonto genannt, ihr kriegt eine Referenznummer und wenn ihr Geld an dieses Bankkonto überweist, dann kriegt ihr dieses Geld an eine Bitcoin-Adresse, die ihr am Anfang spezifiziert, quasi einfach zurück überwiesen. Natürlich abzüglich einer kleinen Fee von 1,5% und den Transaktionsgebühren. Das bedeutet aber letztendlich, ihr könnt bei eurer Bank einen Dauerauftrag einrichten und dann könnt ihr regelmäßig quasi Zahlung vornehmen und ihr kriegt diese Zahlung einfach auf die Bitcoin-Adresse, die ihr angegeben habt, zurück überwiesen. Das Ganze ist wirklich super simpel, fragt sich allerdings, wenn das so simpel ist, warum braucht man eigentlich ein Tutorial hierfür? Bitter muss sicherstellen, dass die Bitcoin-Adresse, die ihr angebt, tatsächlich in eurem Besitz ist, also dass ihr diese kontrolliert. Und das machen sie folgendermaßen: Sie stellen euch eine Nachricht zur Verfügung und diese Nachricht müsst ihr mit dem Private Key dieser Bitcoin-Adresse signieren. Das ist ein Feature, was manche Wallets standardmäßig anbieten. Die Bitbox-App allerdings nicht und deswegen gibt es hier einen kleinen Workaround. Alles, was ihr also braucht, um mit Bitter Bitcoin einzukaufen, ist eine E-Mail-Adresse, eine IBAN, die in eurem Besitz natürlich auch ist, von der ihr Überweisung tätigen könnt, eine Bitbox 02 als Hardware-Wallet und Electrum. Electrum, so sieht das hier aus, ist eine Open-Source-Wallet-Software, die gibt es schon sehr, sehr lang. Ihr könnt sie auf electrum.org herunterladen. Wenn ihr sie runterladet, solltet ihr auf jeden Fall sicherstellen, dass die Software sauber ist, also ehrlich und integer, indem ihr sie zum Beispiel mit PGP verifiziert. Als allererstes werden wir jetzt schauen, dass wir unsere Hardware-Wallet, die Bitbox 02, mit Electrum verbinden können, damit wir zum einen die Adressen sehen können und zum anderen auch später dann die Nachricht signieren. Um das zu tun, öffnet ihr Electrum auf eurem PC. Das ist jetzt hier macOS, aber letztendlich könnt ihr das auf Windows und auf Linux genauso machen. Electrum ist für alle gängigen Betriebssysteme verfügbar und das, was wir jetzt hier machen, ist eigentlich auf jedem Betriebssystem dann derselbe Prozess. Als allererstes müsst ihr eine neue Wallet erstellen. Das bedeutet letztendlich nicht, dass ihr die Schlüssel auf eurer Bitbox tatsächlich löscht, sondern wir erstellen jetzt einfach nur in Electrum eine neue Wallet sozusagen. Gehen jetzt hier auf Neue Wallet erstellen, benennen jetzt diese. Nehmen Sie jetzt einfach mal Wallet Tutorial, klicken hier auf Weiter. Wir möchten eine Standardbörse erstellen. Der Schlüsselspeicher soll eben, dafür soll ein Hardwaregerät verwendet werden. So, und bevor wir jetzt hier auf Weiter drücken, nehmt ihr eure Bitbox, verbindet sie jetzt einmal mit eurem Rechner. Wenn ihr sie angesteckt habt, dann wartet ihr, bis der Bootloader durch ist und klickt dann einmal dieses Tab This Side, also quasi aktiviert eure Bitbox einfach, bis zu dem Schritt, wo dann steht See the Bitbox App. Und jetzt können wir hier auch auf Weiter drücken. Und jetzt sehen wir hier tatsächlich, die Bitbox wird auch erkannt von Electrum. Sie wird auch erkannt als eingerichtete Bitbox, also eine Bitbox, die bereits Schlüssel enthält. Und jetzt können wir hier auf Weiter drücken. Und jetzt steht hier bitte warten. Und jetzt müsst ihr eure Bitbox mit eurem Bitbox-Passwort dann entsperren. Das mache ich jetzt mal eben. So, die Bitbox ist entsperrt. Und jetzt geht es hier auch direkt schon weiter, automatisch. Jetzt müssen wir einmal den Adresstyp aussuchen und den Derivation Path, also den Ableitungspfad. Ich in dem Fall nutze Native SegWit. Das kommt darauf an, welches Adressformat ihr in der Bitbox-App dann auch benutzt habt. Im Normalfall ist es Native SegWit. Und der Ableitungspfad, das ist hier der Standard-Ableitungspfad. Wenn ihr nur einen Account habt auf eurer Bitbox, dann nutzt ihr diesen. Wenn ihr mehrere Accounts habt, dann müsst ihr hier hinten die Accountnummer eingeben. Mittlerweile unterstützt die Bitbox-App ja Multiple Accounts, also quasi mehrere Accounts auf demselben Seed. Zum Beispiel zur Organisation von Coins, von KYC, Non-KYC-Coins und so weiter. Wenn ihr nur einen Account habt, dann ist die 0 auf jeden Fall euer Account und ansonsten ist quasi die 0 der erste Account, die 1 wäre dann der zweite Account, den ihr erstellt, die 2 wäre dann der dritte Account und so weiter. Damit ich jetzt hier meine Adressen nicht doxe, nutze ich hier jetzt einfach mal den Account Nummer 1. Da habe ich vorhin auch schon eine kleine Testzahlung drauf überwiesen, dass wir hier auch was sehen gleich. Genau, aber im Normalfall wäre hier quasi einfach die 0, wenn ihr nur einen Account auf der Bitbox habt. Klicken wir hier auf Weiter. Jetzt kommt hier noch die Frage, ob die Datei der Geldbörse, also die Wallet-Datei, die wir jetzt erstellen, ob die verschlüsselt sein soll. Und auch der Hinweis, dass dieses Wallet, also diese Wallet-File, die wir hier gerade erstellen, jetzt keine super brisanten Daten enthält. Also eure Schlüssel werden natürlich alle weiterhin nur auf der Bitbox gespeichert. Man kann, wenn man Zugriff auf dieses Wallet-File hat, ohne die Bitbox keine Zahlung
vornehmen. Allerdings ist jetzt hier die Frage, ob zum Beispiel sowas wie Transaktionshistorie und so weiter auch einsehbar sein soll und auch vor allen Dingen so Sachen wie der XPub einsehbar sein sollen, ohne dass die Bitbox angeschlossen ist. Wenn ihr hier den Haken setzt, dann könnt ihr diese Wallet-Datei nur dann öffnen und also eben auch Transaktionshistorie und Kontostand nur dann sehen, wenn die Bitbox angeschlossen ist. Wenn ihr Zugriff haben wollt, ohne dass die Bitbox angeschlossen ist, auch das bedeutet wieder kein Zugriff auf Senden, sondern nur auf die Einsicht, also wenn ihr Einsicht auf das Wallet haben wollt, ohne dass die Bitbox angeschlossen ist, dann nehmt ihr den Haken hier raus. Klicken wir auf Weiter. Und jetzt sehen wir hier tatsächlich unser Wallet. Wie gesagt, das ist die Zahlung, die ich vorhin einmal gemacht habe. Die ist tatsächlich mittlerweile sogar dreimal bestätigt worden. Da habe ich einfach nur 10.000 Sats einmal überwiesen. So, und so sieht unser Electrum Wallet aus. Wir können hier letztendlich mit der Bitbox genau dasselbe machen, was wir in der Bitbox-App auch machen könnten. Tatsächlich sogar ein bisschen mehr. Also es gibt auch eine Lightning-Integration für Electrum. Man kann sehr, sehr viel mit Electrum dann tatsächlich anstellen, senden und empfangen. Am wichtigsten für uns ist jetzt aber vor allen Dingen erstmal das Adressen-Tab. Und hier sehen wir dann tatsächlich die Adressen. Das sind die Wechselgeldadressen, die von Electrum genutzt werden würden, wenn wir Wechselgeld bekommen würden. Das sind die Adressen, die wir nutzen können, um Coins zu empfangen. Und das ist hier die Adresse, die ich dann vorhin tatsächlich auch schon genutzt habe, auf die jetzt schon ein Coin gegangen ist. Nicht ein Coin, 10.000 Sats. Ein Coin wäre schön. Genau, und diese Adresse werden wir jetzt auch gleich nutzen, um bei Bitter einen Account zu erstellen. So, und dann gehen wir jetzt einfach auf getbitter.com und können hier unsere E-Mail-Adresse eingeben. Die muss ich jetzt mal blurren, damit ich nicht so viel Post von euch bekomme. Wichtig ist tatsächlich, dass ihr hier eine E-Mail-Adresse angebt, auf die ihr auch Zugriff habt, weil sonst könnt ihr gleich nicht weitermachen, denn ihr kriegt eine Bestätigungsmail gesendet auf diese E-Mail-Adresse. So, jetzt klicken wir hier auf Buy Bitcoin. Jetzt kommen wir auf diese Seite und hier müssen wir jetzt, wie gesagt, einmal unsere E-Mail-Adresse verifizieren. So, nachdem wir unsere E-Mail-Adresse bestätigt haben, sind wir hier jetzt im nächsten Schritt, können hier jetzt unsere IBAN eingeben. Das mache ich mal eben. Ich weiß tatsächlich nicht, ob wenn ich eine gefälschte IBAN eingebe, eine gefälschte natürlich nicht, sondern einfach eine nicht echte. Alles klar, so geht es natürlich nicht, denn wie wir alle wissen, hat eine IBAN auch eine Prüfsumme und wenn die nicht stimmt, dann funktioniert das Ganze nicht. Deswegen, so, ich habe mir mal hier kurz eine IBAN aus dem Internet besorgt. Auf die habe ich jetzt natürlich keinen Zugriff, ist natürlich Quatsch. Es geht ja hier jetzt nur um es einmal zu zeigen, wie es funktionieren würde. Ihr müsst hier natürlich eine IBAN eingeben, auf die ihr auch Zugriff habt, von der ihr dann auch überweisen wollt, denn nur dann kann eure Überweisung tatsächlich euch auch zugeordnet werden. Nun sind wir bei dem Schritt, wo wir unsere Bitcoin-Adresse eingeben sollen. Wir können hier in Electrum einfach reingehen, können die Adresse, die wir nutzen wollen, kopieren. Können sagen Adresse kopieren und jetzt tragen wir die hier einfach ein. Zusätzlich könnt ihr hier in Electrum tatsächlich auch eine Beschreibung hinzufügen und ihr könntet hier jetzt schreiben Get Bitter. Und jetzt wisst ihr, das ist die Adresse, die ihr zum Beispiel für GetBitter verwendet. Genau, also diese Adresse wollen wir benutzen. Wir gehen auf Adresse kopieren. Habe ich hier schon eingefügt. Und jetzt klicken wir hier auf Next. Und hier haben wir jetzt genau das, was ich euch eben gesagt habe. Wir haben jetzt hier eine Nachricht bekommen von Bitter, die wir jetzt signieren müssen. Das hier ist letztendlich die Order-ID, die habe ich jetzt wahrscheinlich eh geblurrt. Das ist die IBAN, die wir eben angegeben haben. Und wir klicken jetzt hier einfach mal auf Copy Message. Und jetzt gehen wir hier auf die Adresse in Electrum und klicken Nachricht signieren, verifizieren. Hier ist nochmal die Adresse, die das Ganze, die genutzt wird, um das Ganze zu signieren. Wir geben jetzt hier einmal die Nachricht ein, einfach rauskopiert und reinkopiert und klicken jetzt hier auf Signieren. Wenn ihr jetzt die Nachricht signiert, dann kommt auf euer Bitbox tatsächlich noch einmal eine Bestätigung. Da steht Sign Message und jetzt sage ich alles klar, bitte Sign Message. Es wird die Adresse angezeigt, die die Nachricht signieren soll. Das kann ich auch nochmal eben überprüfen, ob das alles richtig ist. Und jetzt klicke ich auf Alles klar, möchte ich. Jetzt wird die Nachricht hier tatsächlich auch nochmal angezeigt. Also ich kann auch die komplette Nachricht, die signiert wird, nochmal überprüfen. Jede einzelne Zeile, Zeile für Zeile, kann ich überprüfen. Und am Ende bestätige ich das einfach auf der Bitbox. Und jetzt wurde die Nachricht signiert. Wenn ich das jetzt kopiere und hier einfüge, dann kann ich hier auf Verify klicken. Und jetzt gibt es hier nochmal die Bestätigung, wie ich letztendlich dann am Ende meinen Banktransfer einrichten muss. Also hier auch wieder werde ich einige Sachen blurren müssen. Ihr könnt mindestens 25 Euro bis maximal 900 Euro pro Transaktion einzahlen. Die Transaktionslimits sind 900 Euro in 48 Stunden und insgesamt 90.000 Euro im Jahr. Diese
Nummer hier ist eure Referenznummer. Die müsst ihr angeben bei der Überweisung, damit Bitte euch am Ende tatsächlich auch zuordnen kann. Und das sind letztendlich die Kontoinformationen von Bitter selber. Das sind nicht eure, sondern das sind die für Bitter von Bitter, an die ihr dann überweisen müsst. Und jetzt würdet ihr im Normalfall hier einfach, am besten schreibt ihr euch das alles nochmal ab. Ihr könnt auch hier das Ganze kopieren. Ihr könnt es euch auch händisch abnotieren, wenn ihr eurem Clipboard nicht so traut. Und am Ende klickt ihr hier einfach auf All Done und dann kann es losgehen. Und jedes Mal, wenn ihr jetzt an dieses Konto von dem Konto, was ihr angegeben habt, Geld überweist, wird dieses Geld dann an eure Bitbox geschickt. Ganz ohne Aufwand. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Tutorial ein wenig weiterhelfen und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Set Stacken mit Bitter.